Es war Montag, 13. Mai 1895. Max Weber war Professor an der Universität Freiburg, jetzt gerade geworden, und zwar Professor für Nationalökonomie. An diesem 13. Mai hielt Weber seine Antrittsvorlesung an der Universität Freiburg. Webers Vorlesung hatte diesen Titel, die Nationalität in der Volkswirtschaftspolitik. Wer war dieser Max Weber? Also ich werde diese Max Weber hier, habe ich vorgestellt, und das werde ich dann jetzt springen. Max Weber war also 31 Jahre alt, als er 1895 seine Antrittsvorlesung in Freiburg hielt. Das Manuskript dieser Vorlesung ist nicht erhalten. Wir haben also nicht den Originaltext der Vorlesung Max Weber. Max Weber veröffentlichte aber noch im gleichen Jahr eine geänderte Version seiner Vorlesung. Dabei ändert Weber nicht nur den Vorlesungstext, sondern auch den Titel. Seine Vorlesung hatte ja diese Überschrift gehabt, die Nationalität in der Volkswirtschaftspolitik. Für die gedruckte Version wählte Weber dagegen den Titel der Nationalstaat und die Volkswirtschaftspolitik. Am Anfang des Textes sagt Weber, er wolle an einem Beispiel die Rolle veranschaulichen, welche die Rassendifferenzen zwischen Nationalitäten im ökonomischen Kampf ums Dasein spielen. Der Schauplatz seines Beispiels sei Westpreußen, wo es eine deutsche Okkupation gegeben habe. In Westpreußen gibt es einen Gegensatz der Nationalitäten, sagt Weber, nämlich Deutschtum und Polentum. Das Deutschtum sei identisch mit wirtschaftlicher Kultur. Die Polen dagegen hätten die Tendenz, sich in der ökonomisch niedrigst stehenden Schicht anzusammeln. Seit Jahrzehnten sei aber das Polentum in Westpreußen langsam und stetig im Vordringen. Deutsche Landarbeiter ziehen aus den Gegenden mit hoher Kultur weg, während polnische Bauern sich in den Gegenden mit tiefem Kulturstand vermehren. Das sei eine ökonomische Verdrängung, meint Weber. Die niedrigeren Ansprüche an die Lebenshaltung, welche der slawischen Rasse von der Natur gegeben oder angezüchtet sind, verhalfen ihm zum Siege. Weber sagt, der polnische Kleinbauer gewinnt an Boden, weil er gewissermaßen das Gras vom Boden frisst. Die deutschen Landarbeiter dagegen seien nicht mehr fähig, sich den Lebensbedingungen ihrer Heimat anzupassen. Diese Lebensbedingungen könnten sich die polnischen Saisonarbeiter besser anpassen, diesen Existenzbedingungen sich zu fügen. Vermögen diejenigen besser, welche an die Stelle der Deutschen treten, die polnischen Wanderarbeiter, Nomadenzüge, welche durch Agenten in Russland geworben, im Frühjahr zu Zehntausenden über die Grenze kommen, im Herbst wieder abziehen. Die Deutschen ziehen einer tiefer stehenden Rasse gegenüber den kürzeren, eine auf Rassenqualitäten beruhende Verschiedenheit der Anpassungsfähigkeit sei in der Tat der Grund für die Konkurrenz beider Nationen. Das Verhängnisvolle jener verschiedenen Anpassungsfähigkeit für das Deutschtum des Ostens sei die Verschiebung der Bevölkerung und der Nationalitäten.
Es gebe einen Ausleseprozess. Die Folge sei, dass die eine der anderen Nationalität weicht, dass diejenige gibt, welche die größere Anpassungsfähigkeit an die gegebenen Lebensbedingungen besitzt. Diese verschiedene Anpassungsfähigkeit sei eine feste Größe, auch wenn die Anpassungsfähigkeit der Deutschen vielleicht im Verlauf generationenlanger Züchteprozesse verbessert werden, sei sie gegenwärtig nicht zu ändern. Es seien daher zwei Forderungen zu stellen. Erstens müsse die Grenze nicht nur für polnische Zuwanderer, sondern auch für polnische Saisonarbeiter geschlossen werden. Damit fordert Weber eine andere Politik. Der Reichskanzler Leo Graf von Caprivi hatte nämlich die Grenze im Osten für Saisonarbeiter geöffnet. 1890 war Männern und Frauen aus Russland und Galizien erlaubt worden, in den preußischen Grenzprovinzen zu arbeiten, unter der Bedingung, dass sie nach der Saisonarbeit Preußen wieder verlassen. Weber wollte also keine offene Grenze. Und zweitens, so Weber, müsse der Staat in Westpreußen Grundstücke kaufen, um dort deutschen Bauern eine systematische Kolonisation zu ermöglichen. Denn wenige Dörfer mit je ein Dutzend deutschen Höfen germanisieren eventuell mehrere Quadratmeilen. Weber schreibt, das Interesse an der Hemmung der slawischen Flut ruft nach der Überführung bedeutender Teile des östlichen Bodens in die Hand des Staates. An dieses Beispiel wollte Weber eigene Betrachtungen knüpfen, dass wir das Deutschtum des Ostens für etwas halten, das geschützt werden soll, sei ein nationalistisches Werturteil, und es stelle sich die Frage, ob die Volkswirtschaftspolitik sich solcher Werturteile sorgsam zu entledigen habe. Webers Antwort, die Volkswirtschaftslehre dürfe Werturteile fällen, sei dabei aber gebunden an diejenige, an Ausprägung des Menschentums, die wir in unserem eigenen Wesen finden, also an die Nation. Dass das Deutschtum geschützt werden müsse, ist also nach Weber als nationalistisches Werturteil eine Meinung, die auch die Wissenschaft vertreten muss. Zwar gäbe es in der Wissenschaft auch noch andere Wertmaßstäbe als den der Nation. Weber spricht von einem Chaos von Wertmaßstäben, teils eudemonistischer, teils ethischer Art. Diese Wertmaßstäbe seien aber auch für die Wissenschaft nicht relevant. Es geht nicht darum, für Menschenglück oder für soziale Gerechtigkeit zu sorgen. Vielmehr komme es an auf das Maß des Ellenbogenraums, den wir für unsere Nachfahren in der Welt erringen. Weber schreibt, nicht Frieden und Menschenglück haben wir unsere Nachfahren mit auf den Weg zu geben, sondern den ewigen Kampf um die Erhaltung und Emporzüchtung unserer nationalen Art. Nicht in erster Linie für die Art der volkswirtschaftlichen Organisation, die wir ihnen überliefern, werden unsere Nachfahren uns vor der Geschichte verantwortlich machen, sondern für das Maß des Ellenbogenraums, den wir ihnen in der Welt erringen und hinterlassen. Die Wissenschaft von der Volkswirtschaftspolitik, also die Volkswirtschaftslehre, sei eine politische Wissenschaft und daher eine Dienerin der Politik, nicht der Tagespolitik der jeweils herrschenden Machthaber, sondern der dauernden machtpolitischen Interessen der Nation. Es gehe um die Staatsräson. Auch die Wissenschaft soll also nach Weber nicht für Frieden und Menschenglück sorgen, sondern für Ellenbogenraum als eigentliches Ziel der Staatsräson. Politische Ideale, so Weber weiter,
könnten nicht durch ethische Ideale ersetzt werden. Damit meinte Weber die von Ferdinand Tönnies gegründete Gesellschaft für ethische Kultur, die sich für soziale Reformen auf ethische Grundlage einsetzte. Weber kritisiert aber auch die ethische Nationalökonomie Gustav Schmullers, die die soziale Frage mit ihrem Handlungswissen lösen wollte. Am 17. Mai 1895, 4 Tage nach der Vorlesung, schrieb Max Weber an seinen Bruder Alfred: Mit meiner Antrittsvorlesung hier habe ich übrigens entsetzt über die Brutalität meiner Ansichten erlebt. Fast am zufriedensten waren die Katholiken, weil ich der ethischen Kultur einen festen Tritt versetzt hatte. Ich denke, dass ich den Krempel drücken lasse. Und auch in seiner Vermerkung zur gedruckten Rede erwähnte Weber den Widerspruch, welchen die nachstehenden Ausführungen bei vielen ihrer Hörer fanden. Dirk Kessler meinte 2003, Weber habe in seiner Rede eine nationalistische Sprache voller sozialdarwinistischer Begrifflichkeit benutzt. Und Thuner und Vector sagten 1984, dass Weber in seiner Rede eine extreme Sichtweise und militanten Nationalismus vertreten habe. Weber selbst blickt in seinem Gutachten zur Werturteilsdiskussion 1913 auf seine Rede zurück. Er wiederholte seine Ansicht, dass es in der Gesellschaft immer Kampf gebe und nie echten Frieden. Jede soziale Ordnung sei darauf zu prüfen, welchen menschlichen Typus sie begünstige. Weber schrieb, in unreifer Form wollte dies meine Antrittsrede zum Ausdruck bringen, mit der ich mich sonst in vielen wichtigen Punkten nicht mehr identifiziere. Was sind diese wichtigen Punkte? Max Weber sagt dazu nichts Näheres. Edward Baumgarten meint, Weber habe sich von seiner damaligen Sicht der Polen als unterlegene Rasse distanzieren wollen. Baumgarten verweist dazu auf Webers Streit mit Alfred Poletz beim ersten Deutschen Soziologentag 1910. Dort hat Weber gesagt, dass die soziale Lage der Schwarzen in Nordamerika nicht auf Rassenqualitäten beruhe. Und Weber sagte auch, dass es auch nur eine einzige Tatsache gibt, die eine Gattung von soziologischen Vorgängen wirklich einleuchtend zurückführte auf angeborene Qualitäten, welche eine Rasse besitzt. Das bestreite ich mit aller Bestimmtheit. An den anderen Punkten seiner Antrittsrede hielt Weber aber zumindest bis 1911 fest. 1911 schrieb Weber nämlich in einem Brief: Ich habe schon in meiner Freiburger Antrittsrede die Souveränität nationaler Ideale vertreten, als die Mehrzahl meiner Fachgenossen dem Schwindel des sozialen Königstums nachlief. Aber ich habe damals auch hervorgehoben, dass Politik kein moralisch fundamentiertes Gewerbe ist, noch jemals sein kann. Thuner und Vector sagen, dass Weber auch in seinen späten Schriften seinen militanten Nationalismus behalten habe. Nehmen wir einmal an, Max Weber habe sich 1910 wirklich von der Lehre verabschiedet, dass die soziale Lage bestimmter Bevölkerungsgruppen auf angeborenen Rassenqualitäten beruhe. Dann hätte er auch seine Meinung aufgegeben, dass Deutsche und Polen schon von Geburt eine verschiedene Anpassungsfähigkeit haben. Wäre mit diesem Abschied von rassistischen Vorurteilen schon das Problem gelöst, das wir mit Max Weber haben müssen? Problematisch bleibt, dass Weber immer noch am Nationalismus festhält, und zwar nicht an irgendeinem Nationalismus, sondern an einem
militanten Nationalismus. Wie Turner und Vector richtig sagen, an einem bösartigen Nationalismus, denn nichts anderes bedeutet offenbar die von Weber auch 1911 noch hochgehaltene Souveränität nationaler Ideale. Weber mag 1910 nicht mehr von einem Kampf zweier verschiedenartiger Rassen, von Polen und Deutschen sprechen, und das ist auch gut so, aber es ist gut möglich, dass er auch 1910 noch zwei verschiedene Nationen in einem wirtschaftlichen Kampf sieht, nämlich Polen und Deutsche, und das ist immer noch bitter genug. Weber, der so viel geschrieben hat, hätte durchaus einmal näher ausführen können, in welchen wichtigen Punkten er sich mit seiner Freiburger Rede nicht mehr identifizieren konnte. Das ist im gleichen Text immer noch den Kampf in der Gesellschaft betont, lässt darauf schließen, dass er seine ursprüngliche Sicht eher verteidigen als aufgeben will. Wenn Weber immer noch von Kampf und der Souveränität nationaler Ideale spricht, so denkt er offenbar immer noch an Staatsräson als höchsten Maßstab, der alle Mittel heiligt. An Ellenbogenraum, ein Synonym dazu ist Lebensraum, als eigentliches Ziel, an die Wissenschaft als Dienerin der Politik. Immer noch verachtet Weber die wahren ethischen Ideale, die Ideale von Menschenglück und sozialer Gerechtigkeit. Andreas Anta bezeichnet die Freiburger Vorlesung als berühmt-berüchtigte Antrittsrede Webers. Bereits mit 12 Jahren habe Weber das Buch Der Fürst von Machiavelli gelesen. Und schon 1922 sei Weber der deutsche Machiavelli genannt worden, und zwar von Albert Dietrich. Für Anta bestehen zwischen Machiavelli und Weber zweifellos Parallelen. Weber teile Machiavellis Werthaltung Für Anta bestehen zwischen Machiavelli und Weber zweifellos Parallelen. Weber teile Machiavellis Werthaltung gegenüber dem Staat. Für Machiavelli sei die Selbsterhaltung des Staates der oberste Wert, und die Forderung nach deutscher Wertepolitik, deutscher Weltpolitik in der Antrittsrede zeige Webers imperialistische Haltung. Machiavelli lässt sich durchaus als ideologischer Vorläufer des italienischen Faschismus ansehen. War auch Weber in den genannten Punkten ein Vordenker des Faschismus? Vielen Dank. Danke.